Jo Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video. Im Folgenden seht ihr ein Rainbow Six Siege kommentiertes Gameplay. Also das Ganze wurde ein Match von Yannick und mir gegen Sai und Tornado Tobi. Das ist im Livestream von Sua entstanden und der hat das Ganze dann auch live kommentiert. Zusammen mit Corey und das Ganze habe ich halt jetzt nochmal bekommen, das Gameplay, also der Ausschnitt aus dem Livestream, wo wir gezockt haben. Und den hänge ich euch jetzt hier hinten dran, damit ihr euch den ansehen könnt. War ein nices Match, ich will jetzt nicht spoilern, wie es ausgegangen ist, das seht ihr dann ja. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Freunde. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich muss das Spiel gleich erstmal leiser machen. Ich habe das Spiel noch eingestellt auf Zocken. Ashen Ibana gegen Kavera und Bandit. Ne, Tashanka. Sai pickt Tashanka, wir sehen Tobi auf Bandit, sehen wir Ibana bei Mats und RFTX mit Ash. Jetzt wird's hier richtig wild. Da wird der Tashanka doch nochmal ausgetauscht. Ja, wir spielen jetzt Aztec, no op, no Flashbang, richtig. Boah, Jäger und Bandit gegen Jäger und Bandit ist halt schon ein Assi-Kombo, ne? Ja, das stimmt halt schon. So. Schauen wir, was hier reinforced wird bei den Boys. So, wir sehen auf dem Mainset ein Buffer hier. Tobi schon hier mit den Killholes. Möchte doch wahrscheinlich schon alles rauspieken. Doch gar nicht hat die Settings bewegt. Sai hat auf dem Backstairs dort das Barfire platziert. Macht erstmal das taktische Drehen und Crouchen gleichzeitig. Das wird richtig. Ein bisschen aufwärmen, ein bisschen warm werden. Auf die Drohne. Spielt doch wahrscheinlich mit Controller. Ja, mit Controller, das könnte schon sein. Vielleicht verbessert das sein Aim, man weiß es nicht. So, die Drohne der Hibana ist verletzt raus. Fetcher hat seine Drohne noch. Und das, was Tobi macht, wird jetzt interessant werden dort. Sai pusht dort raus. Beide spawnen dort. Sehen wir, was Tobi macht. Tobi sieht, dass hier keiner dort gespawnt ist. Mats jetzt dort. Hat den Kontakt gehabt. Zieht sich aber wieder zurück. Und RFTX droht für ihn dort. Ibana aimt schon ab. So, wir sehen jetzt hier Tornado Tobi geht mit dem Duell gegen Mats. Mats ist am Abaimen, weiß, ob er weiß, dass er Red ein Bandage hat. Tobi hittet ihn dort nicht. Jetzt hat das mitbekommen. Tobi zieht sich aber zurück. Der Mate hält weiter die Angle. Tobi kommt nochmal wieder. Tobi repeakt, aber das sehr schnell. Lässt sich nicht detecten. Jedoch liegen sie beide da und warten ab. Spielt's langsam. Ibana geht jetzt oben auf den Backstairs rein. Hemmt nach unten ab. Fetcher geht währenddessen bei Red rein. Oder steht vor Red zumindest. Ja, Mats noch am Drohnen an den Backstairs. Fetcher immer noch auf dem Roof. Die spielen zusammen, sie gehen zusammen rein, das finde ich schon mal gut. So, wir sind jetzt oben dort beide drin. Drohne ist doch gespottet, Mefflap. 1 Minute 50 noch übrig. Von Tobi jetzt mit dem goldenen C4 dort. Komm. Macht dort extrem viel nicht. Schaden. Und das Headshot geöffnet. Bandit hält aber auch einen bösen Engel. Tobi hält aber auch einen bösen Engel nach oben. Kann man das irgendwie ausschalten hier? Bühne ist schön defensiv. Es könnte nochmal gedroht werden und gepusht werden, aber sie wappen. Verschwendet halt unglaublich viel Zeit dort. Ja, das stimmt. Tobi jetzt langsamer hochpushen. Tobi wird ready. Und Tobi und fällt! Mats bekommt die Killball gegen Tobi. Sein Team kann jetzt Jonas sei jetzt alleine im 1 gegen 2. Wenn sie jetzt zusammen pushen und die Runde holen, wäre es stark gespielt. Sei M noch Red up. Ich habe hier gerade einen Check gelesen, das CPC disqualifiziert wurde. Das ist ein Troll. Wer trollt, fliegt. Getrollt wird nicht. Wird die Side ausgedroht und sie bekommen mit, dass Jäger nicht auf der Side ist. Oh, mit der Drohne gerade zu den Jäger verpasst. Ibana aimt ab.
Speed gehen. Oh, er macht, schießt ihn extrem low. Die Bahn auf 10 HP, 5 HP. Und das läuft ein bisschen zu hoch angeplatziert. Beide haben jetzt dort. Boah, schöner Kill hier. Somit 1:0 für die Herausforderer. Und ich muss pinkeln wie ein Esel, ne? Carsten, du mal kurz weiter, ich kurz pissen. Mache ich, übernehme ich's. So, dann übernehme ich kurz das Carsten. Wir sehen eine Hibana und eine Ash. Tobi auf der Ash, Hibana auf der Sei auf Hibana. Das klang sehr falsch. Und wir sehen die deutsche Kombo Bandit und Jäger. Selber Angriff, selbe Verteidigung wie eben. Angriff ist jetzt anders, kein Fetcher dabei, dafür, wie gesagt, die Ash. So. Das wird. Es wurde Packaging Room gepickt von den beiden. Interessante Wahl, interessante Wahl. Der Jäger bereitet sich vor. Womit die Drohne zu handen und bekommt sie. Der Shot auf die Drohne ist connected und der Jäger hat die Drohne bekommen. Was für ein Schuss von dem Jäger. ADSs werden platziert, es wird sich vorbereitet. Barbwire wird platziert, unten wird reinforced, die Drohne fährt lang. Und der Bandit sucht sie. Und. Fehlt sie leider die Drohne nicht bekommen. Sie steht ja doch noch vor ihm, kann er sie bekommen, spätestens in 6 Sekunden. Und er hat die Drohne bekommen, was ein Gameplay, was wir hier sehen. So, dann gehen wir mal zu, gucken wir uns mal die Angreifer an. Beide sind in der Exit Street, laufen gerade über die Exit Street. Und werden anscheinend über Red pushen hinten, wenn ich es richtig sehe. Sei blind an der Kamera vorbeigelaufen, jedoch hat Tobi ihn und holt sich die Kamera. So. Sei am pushen. Und mein krasses Kollege ist wieder da. Und Sai holt sich die Kill auf den Bandit mit einem Drop Ground Shot, eine Mischung aus allem drum und dran. Er hat einfach mal die Tasten quer gedrückt. Nee, das macht man so, man crouch, steht wieder auf dabei, dann macht man den Delfin, nennt man das. Den Delfin hat er gemacht und wird nochmal die Flash geben, nochmal gegen das ADS raus und das ADS holt ja auch die letzte Flash. Er sieht den Mats bei dem Duell gegen Mats und egal, kriegt die Runde. Sai somit mit dem Kill gegen Mats. Was ein Biest. Sai dreht auf. Oh, geil. Somit steht's 1 gegen 1. 1:1. So. Schwarze Mossfalls wird man nicht für disqualifiziert. So, wieder Jäger und Bandit gegen Ash und Ibana. Wieder dasselbe Lineup. Off. Was SpongeBoss hören? Sorry, meine Facecam war aus. So, keine Drohnen mehr dort. Zeit auf dem Swarm-Pick. Und er bekommt ihn. Das war ganz das knapp. War knappes Timing. Aber hier habe ich gar keinen Bock. Noch unten. Bleibt noch weiter ab. Jetzt hat Mats mit dem Kill gegen Tobi. So, ich war kurz AFK. Tobi mit einem soliden doppelten Donut. Mats geht jetzt hier auf Plant. Was macht Sai? Den Plant. Kommt den Plant nicht mit? Er ist halt irgendwo nirgendwo. Der Plant ist down. Und er wird rauspushen. Und die haben das nicht auf dem Schirm. Er weiß halt leider gar nichts, er hat leider gar keine Informationen. Er weiß nur, dass geplant ist und dass die Hibana läuft. Jetzt hat er eine gute Chance, die erst zu holen.
holt sie sich auch. Ashes down. Die Bahner bleibt übrig mit Low HP. Er pusht rein. Die Hibana nicht. Sieht sie noch. Creepert sie und injured sie und holt sich die Defuse. Sei bis jetzt alle vier Kills, die gefallen sind, hat er bis jetzt getroffen. Und bekommt den Defuse. Richtig. Zweite Runde geht zu Sai und Tobi. Und er T-backt. Sai dort mit dem T-back. Purzel und SG Redek. Danke für eure Follows. Servus. So, Tobi wieder auf der Ashe und Sai wahrscheinlich wieder auf der Hibana, wenn wir den selben Meta gesehen. Wurde auch wieder Bandit gepickt. Hä, hey, was geht denn jetzt hier beim Cup ab, Alter? Was? Bei Michinis geht um gar nichts. Ich wollte es gerade sagen, schwarze Moss-Files ist ein Bug, der bekannte Seit des Moss gibt. Doch Bullshit, Alter. Ja, es gibt schon ewig, es kommt auch vor, bekommst du auch in der ESL. Keine Verwarnung, wenn es das erste Mal passiert. Keine Disqualifikation, sondern nur eine Verwarnung. So. Ja, die Assets werden wieder vorbereitet vom Corporation Team. Beide Drohnen sind down. Sind down. Ich hab danach. Man kann doch einfach die Moss-File einlesen, Alter. Man sieht doch, ob die Moss-File da manipuliert wurde oder nicht. So, wir sind hier Tornado, Tobi und Sai auf dem Roof. Wollen dort Gas machen. Tobi macht jetzt dort den Headshot auf. So, Tobi ist schon oben drin. Also und der Bandit ist flashed. Der Bandit sieht nie wieder was. Sai jetzt hier mit dem Plant. Weiter auf der Treppe und Ash aimt ab. Sehr schön zusammengespielt, zurückgecovert und geplantet. Man hat einfach noch gemerkt, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Das Timing. Tobi holt sich seinen ersten Kill gegen Bandit. Jetzt bleibt's am Jäger. Jäger und zweiter Kill von Tobi. Zweiten Kill gegen Jäger und beide Kills und beendet somit die Runde. 3:1 für Team Sai und Tobi. Bist du der Sohn von Conny? Yo, bin ich. Moin, Boom. Oh, Tobi mit der Frost hier. Ich hab keine Ahnung, was da los ist. Bei Sonnen, ne? Der Winner bleibt. Wir machen auch hier BO1. Tobi, du hast eben versucht, das Spawn Peaks. Nächstes Mal nehme ich auch eine Map, die ich casten kann. Also ich kenne nicht mal Kreuz auf der Wähler. So ging es mir vorhin auf Skyscraper. Wir haben total für die Kreuz gefehlt. So, wir sehen jetzt hier FF auf dem Dach zusammen mit Hibana. Hibana droht dort für ihn. Aber er müsste eigentlich die Drohne hinterher pushen, dort, wenn er einen Kill bekommen will. Sie müssten besser zusammenspielen. Und Tornado Tobi holt sich erst, holt sich die Ash. Schöner Kill dort von Tobi. Matze hier mit dem. Oh, Tobi den zweiten Kill dort der Runde. Nicht gelegt und Tobi holten sich. Sehr stark gespielt von Tobi, schön geschossen. Also, Freunde, wer hier mitmachen möchte, ne, gegen Tornado, Tobi und Sai Tour und Two spielen. Einfach Ausrufezeichen TS. Der Gewinner spielt, der Gewinner bleibt stehen. So, wollen wir danach kurz Kendrew und mich gegen die machen? Genau. Mal gucken, wie das ausgeht und danach können wir ja wieder der Gewinner gegen die Leute aus der TS-Liste. Genau. So machen wir's.
So, wir sehen immer die gleichen Operator. Wir sehen immer hier Bandit und Jäger. Ja, wo bleibt immer der Lord? Ich meine, ich kann es verstehen, dass es für die SSD-Leute momentan kritisch wird, dass wir jetzt die Runden aufholen wollten. Aber von Tobi und Sai hätte ich gerne mal was sehen. Aber es wird mit anderen Waffen gespielt. Jetzt kommt die G36 und das, die SSD. Ja, gut, Sai spielt immer mit AR. Achso, na gut. So, ich geh jetzt hier direkt auf Sai, Sai mit der Ash. Ich kann nicht auf Sai gehen, was ist denn da los jetzt? Sai macht dort Gas. Mit dem Kill gegen, mit dem Kill gegen Jäger und mit dem zweiten Kill gegen Bandit, schön gespielt von Sai. GG, well played. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure.